Ich hab die Schnauze voll. Wieso lächelt sie immer noch? Ich habe das Spiel gestern aufgehört zu spielen. Ich starte es heute wieder und sie lächelt die ganze Zeit weiter. Dieses Lächeln, ich habe davon gezäumt. Und diese Zähne. Ich meine, wie lange ist es her, dass du dir die verdammten Zähne geputzt hast? Ich glaube, es muss eine Ewigkeit her sein. Gestern habe ich das Spiel zum ersten Mal gespielt und wir haben es nicht durchgespielt. Heute wird es ja, denn heute werden wir das Spiel durchspielen. Ich habe es euch gesagt. Ich höre nicht auf zu spielen, bis ich entkommen bin. Ich will sehen, was das Ende ist. Und wenn sie aufgehört hat, am Ende des Videos zu lächeln, habe ich gewonnen. Und wir fangen sogar ein neues Spiel an. Weil, einfach darum. Tag 1. Ich bin Danny Jess und werde viele Schrecken mit diesem Spiel bekommen. Ich hätte schreiben sollen in dieser Schule, aber es ist in Ordnung. Ich weiß, was zu tun ist. Okay, ich arbeite noch an meiner bösen Lache. Okay, wo ist sie? Sie ist irgendwo hier. Oh mein Gott, fängt schon mal gut an. Jetzt verfolgt sie mich, ich komme nicht. Außer du sagst, oh mein Gott, wie gruselig sieht das aus. Okay, ich gehe hier durch. Also das allererste, was wir tun müssen, ist eigentlich simpel. Es gibt hier eine zweite Ebene, ich weiß sogar, wo sie ist. In diesem Spiel fehlt noch, dass man so über die Ecken schauen kann, sich quasi so bücken kann, oder wie auch immer man es nennt. Hier, okay, das ist die erste Sicherung. Wir brauchen 3 davon, das ist quasi das Ding. Und hier gegenüber ist die Treppe, das habe ich aber beim letzten Mal gemerkt. Genie. Und jetzt gehen wir hier lang, genau. Die Küche ist sehr unordentlich, aber jetzt kommt sie leider auch in die zweite Ebene. Aber wir können jetzt falscher Raum. Oh mein Gott, sie hat mich gesehen. Oh mein Gott. Wieso sind hier so viele Glasflaschen? Von wo kommt sie? Von da natürlich. Geh hier rein, aber schnell. Und jetzt bete, dass sie mich nicht finden wird. Mach das auf. Und jetzt pack das hier rein. Wir brauchen 2. Ich warte hier in der Ecke. Ich bewege mich nicht. Geht nämlich das Risiko ein, dass sie mich sehen wird. Oh mein Gott, sie ist dort. Ich höre Schritte so klar. Nein, sie ist immer lauter. Sie kommt näher. Wieso rede ich so komisch? Okay, let's go. Das zweite muss irgendwo in der Küche sein. Die sind nämlich immer an derselben Stelle. Hier ist 1, das weiß ich. Auf jeden Fall, ja. Sieht sie mich immer noch nicht? Das wundert mich gerade. Zweites. Wo war das dritte nochmal? Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern. Oh mein Gott, sie ist dort. Hat sie mich nicht gesehen? Oh mein Gott, ist das gefährlich. Was ist hier nochmal? Ah, genau, hier muss es doch sein, oder? Ja, da hinten, oder? Nicht? Oh mein Gott, sie ist... What? Sie kommt von unten nach oben? Oh no, es ist nicht mehr da. Oder ich schaue an der falschen Stelle. Hier ist es. Also es ist immer da in diesem Raum, aber immer an verschiedenen Stellen in diesem Raum. Wie hat sie mich noch nicht gesehen? Oh mein Gott, sie ist genau hier. Oh mein Gott, ich höre sie so laut. Sie ist die ganze Zeit in der Mitte. Geh hier lang schnell und mach das letzte rein und aktiviere das. Let's go. Oh mein Gott, sie ist genau da mir. Sie ist so Schiss. Alter, ich höre sie so laut. Das ist ja nicht mehr normal. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie. Zum Glück hat sie mich gesehen. Es war viel gruseliger, als sie mich nicht gesehen hat. Okay, jetzt können wir hier lang gehen, theoretisch. Und geh hier durch. Sehr schön. Wir können eigentlich alles ignorieren. Wir können gleich hier durchgehen. Die Tür war ganz schön laut. Okay, diese Sachen werden freigeschaltet erst später. Aber wir gehen erstmal den einen Weg, den man nur schaffen kann. Hey, Fotomodus? Das ist neu? Oh, damn. Ich mache auf jeden Fall ein Bild mit ihr. Fotomodus. Oh, was? Oh, cool. Alter, ich benutze den gleich mal. Ich will mit ihr ein cooles Bild machen. Ich meine, sie ist bestimmt fotogen. Okay, hier kam ich beim letzten Mal nicht weiter. Please keep this restroom clean. Man kann vor allem alles lesen. Don't gossip in the washroom. Ich will aber lästern. Lass mich in Ruhe. Okay, ich habe beim letzten Mal auf jeden Fall einen Besen gefunden. Und wir brauchen irgendwas, um Schrauben zu entfernen. Hier sind nämlich Schrauben. Da ist nämlich eine Box drin. Und hier gibt es eine Mission Keksdose. Du musst etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. An sich ein sehr cooler Raum. Wir wissen auch, dass sie hier irgendwo sein wird. Aber ich muss den Besen wiederfinden. Okay, in diesem Raum, in diesem verfluchten Raum auf jeden Fall nicht. Und hier ist eine rosa Tür. Da können wir aber nicht hin, weil es erst mit einem zukünftigen Update aufgehen wird. Ist hier irgendwo ein Besen oder so? Okay, auch nicht. Jetzt wundert es mich gerade. Wo ist... Oh! Okay, die Antwort. Wir haben sie gefunden. Wieso frage ich überhaupt, wo sie ist? Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwie ein Besen oder so? Verstecken, das geht. Cool. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Oh! Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin tot. Sie wird sicherlich nicht so blöd sein und mich hier nicht sehen, richtig? Ich glaube, sie weiß nicht, wo ich bin. Tut sie mich die ganze Zeit? Wieso hört die Musik nicht auf? Ich gehe raus. Wieso hört die Musik nicht auf? Wieso läuft sie jetzt weiter? Diese Verfolgungsmusik, obwohl sie mich schon längst verloren hat. Oh mein Gott, da ist sie. Wo war sie? Warte mal, wo zum Teufel war sie? Ich will nur ein Besen finden, mehr will ich doch gar nicht. Hier vielleicht? Oh mein Gott, wo bin ich? Oh mein Gott, was ist das? Okay, sieht so aus, als würden wir in den Keller runtergehen. Geht das auf? Ja. Oh mein Gott. Ich will mich nicht wundern, wenn wir hier ein paar Leichen finden oder so. Keine Leichen, okay. Hier ist ein Kamin. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, wir müssen jetzt darauf achten, dass sie nicht runterkommen wird. Oh, okay, sie ist dort. Nein. Mach die Tür zu. Oh Gott. Nein. No! So wie zum Thema, wir schaffen es, ohne erwischt zu werden.
Hi, ich bin Danny Jess und werde viele Strecken in diesem Spiel bekommen. Zum Glück müssen wir die Puzzle nicht alle normal machen, aber wir müssen den ganzen Weg nochmal machen. Oh, ich habe den Fotosmodus vergessen zu verwenden. Woher wusste sie, dass ich da drin bin? So unfair. She cheated. Jetzt muss ich den ganzen verdammten Weg wieder zurückgehen. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Ich habe den Besen übrigens immer noch nicht gefunden. Endlich, wir sind zurück. Oh nein. Okay, wir müssen jetzt wieder auf die Schritte mehr hören. Beziehungsweise ich, du hörst sie nicht mal. Okay, ist hier irgendwo ein Besen, bitte. Das kann man auf jeden Fall öffnen, aber ist verschlossen. Kein Besen in diesem Raum. Wir gehen einfach durch jede Tür, die ich noch nicht geöffnet habe. Und das ist eine davon, aber auch kein Besen. Normalerweise sollte man nicht schnell erkennen, oder? Oh, hier war ich noch nicht drin, ne? Mit dieser Lady. Und Jesus, verdammt. Wo bist du? Ich will meinen bösartigen Lacher rausbesen. Ja, Spaß. Gibt zu, ich arbeite noch meine bösartige Lache. Hier vielleicht? Sieht auf. Oh, yes. Wir haben den Besen. High five. Müssen wir mal was finden, was wir mit diesem Besen machen können. Nein, das weißt du nicht. Da oben. Da oben ist was. Mach die Tür zu. Benutze das. Oh mein Gott. Was tust du da? Yes. Okay. Okay. Oh mein Gott. Let's go. Das ist... perfekt, lass es fallen. Und jetzt benutzt das. Wir haben Blecheisen. Oh! Doch, das Blecheisen gehört mir. Die stecke ich dir in den Po. Oder mir. Lass mich raten, damit können wir die Schrauben entfernen, die Nägel. Let's go. So. Ist sie da? Ich habe Angst. Oh mein Gott, sie ist dort. Nimm das hier. Oh mein Gott, was geschieht hier gerade? Nein, sie kann durch die Dings rennen. Ich renne bei meinem Kreis. Da dürfte sie mich nicht bekommen, Leute, das wird toll. Hat sie mich verloren, oder? Sie ist da hinten. Ja, genau, geht da lang. Ich gönn mir mal meine Keksdose. Sorry. Da muss was Wichtiges drin sein, lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie im höchstmöglichen Ort fallen lässt. Wie einen Kamin. So, wir haben den Kamin gesehen, da muss ja vor allem was da sein, oder? Aber dann müssen wir irgendwie nach oben kommen und sie hat mich wieder gesehen. Soll ich rausgehen, ob das eine gute Idee ist? Hier müsste eine Leiter irgendwo sein. Ja, hier waren wir doch, oder nicht? Hier ist doch keine Leiter, oder? Oh nein. Warte kurz, ich mach kurz ein Bild von dir. Ich hab dir versprochen, dass... oh, es geht nicht. Okay, wir machen von dir ein Foto, ist okay? Oh nein, mein Spiel ist abgestürzt. Ich wollte nur... oh, es geht. Okay, ich mache nie wieder Fotos in meinem Leben, bevor man sie näher an mich da gekommen. Kaputt gegangen, weil ich Fotos machen wollte. Wollte mich verarschen. Oh, scheint so, als hätte sie mich verloren. Also gleich. Oh, hier ist eine Tür. Oh mein Gott, da ist eine Leiter. Was? Wir gehen jetzt aufs Dach und ich sehe sogar Vogel. Und noch eine Leiter? Das ist ein Leiterkletter-Simulator. Okay. Wo zum Teufel? Was? Der zukünftige Update. Okay. Also brauchen wir einen roten Schlüssel oder sowas für. What? Das ist doch. Und hier lassen wir es fallen. Let's go. Sieht aus, als wäre die Dose aufgegangen. Das glaube ich nämlich auch. Kann ich hier einfach... au? Okay, lass mich das mal ein bisschen langsamer tun. Ich habe Angst, dass wir vorher ein Tutorial auf YouTube anschauen sollen, wenn wir Leiter klettern. Ich wusste es. Ich gehe mal davon aus, jetzt müssen wir wieder den Keller finden, weil da war ja der Kamin. Jetzt hier ist er doch. Oh mein Gott, ich habe dieses Mal echt ein gutes Gefühl. Bitte, du bist dort drin. Ja, hier. Oh! Sie kommt von da! Oh! Ich kann es nicht glauben, was... sie hat auf mich gewartet. Wie ist deine Intelligenz? Du bist intelligenter als ich. Du hast mich ausgetrickst. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder von vorne machen. Alles so wegen dir. Ich bete gerade, dass dieser Schlüssel an derselben Stelle sein wird. Wir müssen jetzt wirklich vorsichtig bleiben. Wir sind jetzt schon bei Tag 3. Schau die Geschwindigkeit an. Wir sind wieder da. Aber jetzt muss ich nochmal den Keller finden. Hier gibt es so viele Türen. Ich verhöre mich jedes Mal. Jetzt muss ich hoffen, dass der Schlüssel immer noch an derselben Stelle ist. Also vorausgesetzt natürlich, ich finde den Keller wieder. Hier musst du doch sein, oder? Ja. Wehe, sie ist schon wieder unten. Sie ist unten, oder? Oh mein Gott. Du bist nie unten. Auf einmal bist du unten. Kommt sie hoch? Sie bleibt jetzt unten. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss sie von hier locken. Oh mein Gott, sie ist die ganze Zeit unten. Oh mein Gott, wie gruselig ist das? Was tut sie da? Ist das Schlüssel noch da hinten? Nein! Oh mein Gott, sie ist... okay, ja. Sehr gut. I don't know, man. My English isn't very good. Sorry, Dory. Genau, folg mir schön. Oh mein Gott, du bist schneller als gedacht. Okay, yalla. Ich sag einfach yalla, das wird klappen, Leute. Ich weiß, ich bin nicht der beste Yalla-Sager der Welt, aber ich verspreche, ich gebe mein Bestes. Ich will einfach nur den Schlüssel haben, bitte. Ich glaube, sie mochte mein Yalla nicht, deswegen verfolgt sie mich immer noch, obwohl sie mich nicht mehr sehen kann. Egal, ich yalla so viel weiter, wie es geht. Oh mein Gott, wir sind im Keller. Gib mir den verdammten Schlüssel beider. Mission aktualisiert. Wir haben alles geschafft. Bitte komm jetzt aber nicht runter. Okay. Wow! Ich habe mich nur ganz leicht erschreckt, ich schwöre. Wieso macht sie mir mehr Angst als Granny? Okay, jetzt müssen wir nur noch den Haupteingang finden. Falls sie hier überhaupt existiert. In diesem Ding. Da muss eine Tür sein, oder nicht? Ach, da! Yes! Nein, oh, da war ein versteckter Alarm. Die Nonne taucht sich ja gleich auf. Lauf. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja. Yes! 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 Oh mein Gott. Oh Gott, meine Lippe ist wohl lutschsteif. Dann überlebt, Bro. Wir haben es endlich geschafft. Was jetzt?
In dieser Schule ist mehr los, als es den Anschein hat. Ja, mit einer gestörten Nonne. What? Was ist jetzt los? Okay, erfahren wir jetzt irgendwas oder? Da ist noch eine Nonne. Es gibt mehrere Nonnen halt. Was haben die vor? Sie trägt Sachen rein. Okay. Ich meine, soll sie machen? Oh mein Gott, was ist dort? Wäsche? Die Wäsche geht nach unten. Die saubere Wäsche für wen? Warte mal, wen halten sie da unten gefangen? Use this new ramp to access new square areas, shortcuts and escape. Was meinst du? Eine Rampe? Ich komme jetzt an neue Gegenden? Krass. Oh mein Gott, es geht weiter. Dieser Raum, wo alles begonnen hat. Die Bombe. Die Bombe. Sag mir nicht, sie wird explodieren. Was passiert? Oder ist es die Zeit, in der ich es geschafft habe? Was ist los? Opened. Was opened? Was ist hier überhaupt los? Flucht durch den Haupteingang. Das war erst ein Ausgang. Aber ich habe 2 von 29. Wieso habe ich 2? Erreiche die Brücke. Das war auch ein Ziel. Okay. Warte, es gibt hier ganz andere Ziele auch noch. Die kann man auch nicht freischalten. Aber viele kann man freischalten. Entkommen nur 5 Minuten. Entkommen im Geistermodus. Und die anderen Aufgaben kommen halt später noch. Eigentlich ziemlich cool. Man kann es echt oft spielen. Und es kommen ja noch mehr Updates rein, wie wir wissen. Vergiss nicht, den Video Daumen nach oben dazu lassen, wenn es dir gefallen hat. Und unten kostenlos zu abonnieren. Drück ihn. Drück ihn. Drück ihn. Drück ihn. Drück ihn. Bis zum nächsten Video. Bye.